네. Nee, Mama, ich habe mit Yallo und mit Google Fi habe ich die Türkei und so weiter drin und auch Andorra und. Oh, guck mal hier. Ja, dann müssen sie mal weggehen. Tierarztpraxis. Ah ja. Detroit-Führer. Also, aua.
hier. Wenn der das in Amerika machen würde, dann würden die ihn nicht. Bye bye, Mister. Da würde der das nicht überleben, der Mann, der Typ in Amerika. Ja, aber die werden sicherlich nicht bremsen auf der Route 66, wenn ein Radfahrer da ist. Sicherlich auch keinen. Nein, das natürlich auch nicht. Ja, nee, das finde ich, da kann ich jetzt überhaupt gar nicht. Aber die Amis würden sowas ja auch nicht machen, so ein Quatsch, weil sie genau wissen, dass. Wenn die vielleicht sind, auch die Entfernung so groß, es kommt auch ganz drauf an, wo wir anfangen. Da fährt auch keiner mit dem Fahrrad. Ja, es gibt dort aber auch Räder. Ja, es gibt sogar in Portland wird als die US-Fahrradstadt angesehen, weil sie da nämlich kräftigst in das Radnetz investiert haben. Also das sprichst du sogar selbst, wenn du sagst, der Amerikaner kennt keinen Rad oder sowas. Ja, es ist nicht so üblich in Las Vegas. Natürlich nicht. Es gibt Ecken, wo es nicht üblich ist. Und auch in Los Angeles wirst du mit dem Rad, mit Radweg wahrscheinlich. Nein, wahrscheinlich eher gibt's auf keine Radwege. Und man sollte nicht so auf der Straße damit rumfahren, weil es zu gefährlich ist. Nee, in L.A. ist es wirklich zu gefährlich. Ja, die Amerikaner haben natürlich auch alle ein Smartphone und ein Handy-Dings, ne? Und das Schöne an Google Fi ist ja, du kannst es jederzeit wieder abknipsen, ne? Das ist das Schöne daran. Das heißt also, wenn man Google Fi nicht braucht, kann ich sagen, entweder pausiere ich oder ich disable das einfach. Oh, heute ist Mittwochswäsche. Na, seine Dinger hier freimachen können, also wirklich. Fauler Sack. Das sieht aus. Kann man eben mit dem Schneeschieber diesen Mann wegtun. Ja, das können sie nicht mehr, die Leute heutzutage.